Herr Tofahl, wie funktioniert unser heutiges Geldsystem genau? Um unser heutiges Geldsystem zu verstehen, muss man sich als erstes klar machen, dass nicht das, was wir als Ersparnis zu einer Bank bringen, das ist, was die Bank als Kredit vergibt. Wenn Sie zum Beispiel 2 Franken oder 2 Euro zu Ihrer örtlichen Sparkasse bringen, dann kann die Bank unter ganz bestimmten Bedingungen bis zu 100 Euro Kredit daraus vergeben. Das bedeutet, 98 Franken oder Euro sind aus dem Nichts, wahrlich aus dem Nichts geschöpft, und das ist unser Problem. Und was ist das Gefährliche daran? Geld soll den Austausch von Gütern und Waren und Dienstleistungen erleichtern. Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass die Wertverhältnisse, so wie wir sie nachfragen, zwischen diesen Gütern auch entsprechend abgebildet werden. Werden nun Kredite, die aus dem Nichts geschöpft sind, in den realen Wirtschaftskreislauf eingespeist, dann bedeutet das, dass dieses Preissystem komplett durcheinander gerät. Nicht mehr die reale Nachfrage entsprechend Ihrer Ersparnisse oder Ihres Einkommens wirken dann auf die Preise, sondern etwas Zusätzliches. Und das ist dann das, was die Blasen bildet. Wieso wurden die Finanzkrisen denn jeweils nicht von den sogenannten Experten vorhergesehen? Die sogenannten Experten, die gefragt worden sind, hängen einer Denkschule an, nach der ein ausreichendes Wirtschaftswachstum ohne diese Geld- und Kreditschöpfung nicht möglich ist. Ich halte diese Vorstellung für vollkommen verkehrt. Sie können nur dann reale Werte schaffen, wenn Sie auch vorher real etwas gespart haben, wenn Sie Kapital gebildet haben. Und das ist aber durch diese Geld- und Kreditschöpfung aus dem Nichts nicht der Fall. Herr Tofahl, Sie kritisieren auch die Zentralbanken ganz scharf. Die Zentralbanken betreiben durch ihre Niedrigzinspolitik einen Eingriff in den Markt, der nicht größer sein könnte. Der Zins ist das, was unsere ganzen Beziehungen des Wirtschaftsaustausches beeinflusst. Und wenn dort nicht das reale Verhältnis von Angebot und Nachfrage gilt, dann bedeutet das, dass unser Wirtschaftsablauf durcheinander gerät. Das sieht jeder ein, wenn man sich vorstellt, der Staat würde einen Preis festsetzen für ein Brot, sagen wir 10 Cent, obwohl der Preis, der nach Angebot und Nachfrage ergibt, bei 1,50 Euro liegen würde. Jeder würde sehen, dass das eine katastrophale Folge hat. Aber genau das betreiben die Zentralbanken. Wie würde ein gesundes Geldsystem ausschauen? Ein gesundes Geldsystem muss die realen Angebots- und Nachfrageverhältnisse von uns Bürgern, von uns normalen Bürgern, widerspiegeln. Deshalb sind wir für eine marktwirtschaftliche Geldordnung. Eine Geldordnung, in der es kein staatliches Geldmonopol gibt. Eine Geldordnung, wo der Staat nicht seine Macht missbrauchen kann, um die Angebots- und Nachfrageverhältnisse durcheinander zu bringen.